besonderes Ereignis. Gabo hat es schon gesagt, sie kann sich an 1995 erinnern, als die Theatertage das erste Mal in Aalen waren. Ich nicht, weil da kannte ich Aalen noch nicht. Aber seit 2018, da entstand die Idee und dann hat auch der damalige Oberbürgermeister war begeistert. Den Kulturbahnhof gab es damals nur als Baustelle und wir haben gesagt, wir machen das mal 2023, denn dann ist das Haus hier eingespielt und alle kennen sich aus. Und dann kam aber Corona dazwischen, aber jetzt freuen wir uns, dass es losgeht. Die Theatertage haben auch ein Motto, täglich Kunst. Das hat auch damit zu tun, dass es eine schöne Tradition des Marktstands, des Theaters gibt und dass für uns eben Kunst, Poesie, Kultur so wichtig ist wie das täglich Brot. Und das sind die Häuser, die Logos der Häuser, die alle da sind. Das reicht also tatsächlich vom großen Staatstheater Stuttgart, Karlsruhe, Nationaltheater Mannheim, aber eben auch zum Beispiel für Institut für theatrale Zukunftsforschung, Zimmertheater Tübingen. Wir werden auch die Stadthalle bespielen und da natürlich sind dann auch eher die großen Häuser untergebracht. Da wird es Musicals geben über die Beatles, über ein Forscherteam, das zum Weltraum fährt, The Magic Key, aber auch Ballett. Und mein besonderes Highlight, weil ich das als Kind oder als Jugendlicher total spannend fand in der Schule, das Versprechen von König Dürrenmatt als Solo in der Stadthalle mit einem fantastischen Schauspieler vom Nationaltheater in Mannheim. Ein Krimi. Und mein anderes Highlight in der Stadthalle, es gibt vom Theater Freiburg eine ganz tolle Neuinszenierung von Medea, von einer jungen litauischen Regisseurin, auch mit bundesweiten Kritiken hochgelobt, da freue ich mich schon sehr darauf, dass ich nicht nach Freiburg fahren darf, sondern dass ich es im Abend sehen kann, am Pfingstsamstag in der Stadt. Kulturbahnhof ist natürlich sozusagen das Herzstück des Festivals. Da wird es auch verschiedenste Highlights geben, auch eine Premiere in Kooperation mit den Opernfestspielen Rheinfallen, Wojciech, Tanztheater aus Heidelberg und ein ganz berührendes Stück vom Landestheater Bruchsal über ein Mädchen mit Hutschachtel, was 1940 aus Bruchsal deportiert worden ist. Und da hat die Autorin Lisa Sommerfeld, die ja auch schon eine Uraufführung gemacht hat, ein Stück drüber geschrieben und auch Petra Jenny, die hier auch schon 3 Jahre am Theater der Stadt Aalen gearbeitet hat, hat es inszeniert. Also wir treffen auch alte Bekannte mit diesem Festival. Kunst, auch ein Stück, was es schon lange gibt, was in vielen Bühnen gespielt worden ist, der Sinn und Zweck von Kunst anhand eines rein weißen Bildes, was dann die Männerfreundschaft entzweit. Wir gehen aber auch raus aus dem Haus. Ich glaube, eines der spannendsten Sachen wird vom Staatstheater Karlsruhe der Bau sein, in tiefen Stollen. Da geht es eben um einen, der sich in einer Festung eingemauert hat, ein Lebewesen, und sich nicht mehr rauskommt. Es ist aber auch eben immer das Treffen bei den Theatertagen des Arbeitskreises der Kinder- und Jugendtheater. Das heißt, wir werden tatsächlich 100 Leute zu Gast haben, die im Bereich der Kinder- und Jugendtheater arbeiten, die sich treffen, austauschen, Vorstellungen ansehen und diskutieren und auch so ein bisschen weiterentwickeln, was so die nächste Zeit dann für die Kinder und Jugendlichen passiert. Und als Auftakt, weil wir natürlich uns auch wichtig ist, Jugendliche ins Haus zu holen, werden von den verschiedenen Stiftungs der Häuser sich um die 30 Jugendliche treffen, 3 Tage, um sich eben auch auszutauschen, zu diskutieren, Sachen zu sehen. Weitere Besonderheit, unser Stückemarkt, dreiteilig, da wird man Texte hören, hier von Schauspielern des Ensembles gelesen, von 3 Autoren, Theresia Walser, Tochter von Martin Walser, auch wirklich eine sehr bekannte Autorin, eine iranische Autorin, Matasukifur Roman, wird mit Medea in Teheran da sein, und das sind eben alle Stücke, die noch nicht uraufgeführt werden. Die Autorin wird da sein, man wird ins Gespräch mit ihnen kommen und sie werden Ausschnitte aus den natürlichen uraufgeführten Stücken bringen. Die letzte des Stückemarkts ist einfach uns auch wichtig, da einen Schwerpunkt zu setzen. Anastasia Kosugi, die 8 kurze Kompositionen für das Leben der Ukrainerin
für ein lästiges Publikum geschrieben hat und die eben im Moment hin und her pendelt. Also wir haben das erste Telefonat geführt, da war sie in Berlin. Man hat im Hintergrund die Sirenen gehört. Sie war aber jetzt auch im Nationaltheater Mannheim und hat da auch einen schönen Auftrag gehabt. Und wir freuen uns sehr, dass sie hier nach Hause kommt. Die Stellen drumherum, glaube ich, ganz wichtig. Es wird auch viel natürlich ein bisschen intern hier, was sind Wünsche, Realitäten der Theaterarbeit, aber eben auch wie kann Theater klimafair sein, da gibt es eine große Bandbreite. Ja, es soll natürlich das Feiern und die Musik nicht zu kurz kommen. Ich glaube, mit sehr vielen Local Heroes, da sind die Legendary Ghetto Band, wo das Bild verschwunden ist, sehr merkwürdig, aber jetzt geht es auch schon weiter. Aber auch lokale Bands wie Rumba Lotte, Folk, Jazz, Rock, Pop ist hier dann nachts noch in den Folien zu hören. Deswegen lohnt es sich, glaube ich, auch das gemeinsam anzusehen. Wir haben ein spezielles Gruppenticket, das kostet nur 12 Euro. Und wenn Sie Lust haben, bekommen Sie noch einen Theaterlotsen dazu, der ein bisschen eben Sie auch in das Stück einführt, sich alles auskennt, gucken, dass Sie wieder an Ihren Platz kommen. Und darüber hinaus haben wir auch einen Bus-Shuttle vom Stadthalle zum Kulturbahnhof eingerichtet. Es gibt Einführungen, Nachgespräche mit dem Produktionsteam und ganz zum Abschluss dann hier draußen im Foyer eine Subkultur. Und ja, kann man empfehlen, hingehen und wer eben schon mal vorgehen will, verweist auf das Automatenbuffet und auch noch auf einen guten Stehclub, der sich mit Kunst auseinandersetzt am Sonntag. Und ich freue mich, Sie alle dann bei den Theatertagen wiederzusehen, hoffentlich begrüßen zu dürfen. Und vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön.